Ich weiß nicht, ob man sieht. Ich bin im Tierpark Saberburg. Die Saberburg sieht man dort im Hintergrund. Ist das Original Dornröschenschloss der Brüder Grimm. Und ja, heute geht es mal nicht ums Mountainbiken, sondern ich besuche jetzt hier im Tierpark einmal heute den mittelalterlichen Weihnachtsmarkt. Ist mal was anderes und ist immer wieder schön. Nicht so wie die üblichen. Ich nehme mich mit auf eine Runde durch den Tierpark und natürlich über den Weihnachtsmarkt. Also viel Spaß beim Anschauen. So, wie man hier schon sieht, sind natürlich auch die Stände ein wenig anders. Nein. So weit bringe ich es nicht. So, wo war ich gerade stehen geblieben? Wie man schon sieht, sind die Stände natürlich mit Waren und allem ein wenig anders. Das ist halt der mittelalterliche Weihnachtsmarkt. Aber ist doch echt schön. Praktischerweise gibt es die Waffel hier am Stiel. Gute Sache. Und da wir ja auch im Tierpark sind, hier kann man auch Bogen schießen, drehen wir natürlich jetzt auch mal eine kleine Runde durch den Tierpark. Macht immer wieder Spaß, ist zwar heute ein bisschen dreckig der Boden, aber null Problemo. Das Schöne ist, hier kommt man ja auch mit Hunden rein und für die Hunde ist das auch immer ein Spaß. Hier rumzulaufen. So, das ist jetzt hier unser Ebenbild. Denn man sagt uns ja nach, dass wir die Wildschweine da im Wald sind, die alles kaputt machen. Was natürlich nicht stimmt.
Hier im Tierpark kann man natürlich den Wildschweinen auch mal ganz nahe sein, ohne dass man Angst haben muss. Nur ihr. Ah, Moment. Ja. Der Uhu. Warum ist der nicht in seiner Tube? Und einfach nur schön hier im Tierpark, auch im Winter. Ja, da sind wir auch schon wieder am Ende von dem Video angekommen. Ich hoffe, euch hat mein Besuch hier auf dem mittelalterlichen Weihnachtsmarkt und im Tierpark gefallen. Ja, war mal wieder schön, ist was anderes, eine kleine Abwechslung. Ich wünsche euch eine gesegnete Weihnachtszeit, bleibt gesund, kommt gut ins neue Jahr. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder irgendwo auf dem Trail. Also, macht's gut. Ciao.